Team Skull Metaparadies. Da wären wir. Das ist die Anlegestelle des Ätherparadieses. Normalerweise ist es hier so friedlich, aber dort hinten scheint Unruhe zu herrschen. Seid auf der Hut. Warum glaubst du, dass Lilly sie ausgerechnet in das Ätherparadies gebracht haben? Ich weiß es einfach. Okay. Und wie geht es weiter? Suchen wir sie einfach. Als erstes sollten wir vielleicht zum Aufzug gehen. Vielleicht? Der Typ macht mir Angst. Er hat überhaupt keinen Plan. Ja gut, erforschen wir mal das Ätherparadies. Ja, und finden Lilly. Da lauert es doch schon mehr an der Ecke. Will er mit uns kämpfen? Nicht? Oha! Ein Eindringling, ich werde dich zermalmen, koste es, was es wolle. Musst ihn erst ansprechen. Äther Foundation. Ist die Äther Foundation jetzt böse? Äther Foundation Personal fordert dich raus. Zwei Pokémon. Leer. Na, welches Level? 37. Das ist Team Skull. Das ist Team Skull. Ich sag's euch. Das muss Team Skull sein. Das gleiche Level wie Team Skull und nur zwei Pokémon. Zwar anderer Typ, aber die stecken mit Team Skull unter einer Decke. Kann doch kein Zufall sein. Die Äther Foundation hat uns noch nie angegriffen. Und dann mit solchen Pokémon. Ja, wenn das ein Zufall ist. Und dann will ich nicht mehr Zwergfrist heißen. Schaufler. Lea wurde besiegt. Mann. Einfach meine Lea besiegen. Jetzt kriegst du es mit John zu tun. Und mit dem ist nicht zu spaßen. Auch wenn man Schaufler kann. Ich krieg dich schon. Mikroladung. Vollattacke. Zack. Besiegt. Eins hätten wir noch. Was ist das zweite? Guck mal, Lucas erreicht Level 35, Robin erreicht Level 36. Nächstes Pokémon, Viscargot. Ich kämpfe natürlich weiter, das dürfte John noch hinkriegen. Ach ja, wie immer ist Lea jetzt wieder gerecht und kann jetzt wieder belebt werden. Und was keine Überraschung war. Was ist denn das für ein ulkiges Pokémon? Es regnet im Gebäude, in der Äther Foundation drin, in dem, okay, von mir aus. Okay, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Ja, aber Body Slam bringt auch nichts. Vielleicht da ein Klariat.
hat mir schon immer ein bisschen geholfen. Hat mir noch nie nicht geholfen. Jupp. Aether Foundation Personal wurde besiegt. Was war das denn? Was da das denn, wenn, das war, was, wenn, hä? Ich kann nicht mal mehr einen richtigen Satz bilden. Zwergfürst gewinnt 1776 Pokédollar. Okay, lass uns herausfinden, warum die gegen uns kämpfen will. Warum die gegen uns kämpft, genau gesagt. Und was haben die vor? Kämpf mit mir! Egal wer du bist, ich werde dich zerquetschen und wenn es mich mein letztes Hemd kostet. Vielleicht wird Gladio uns das verraten, was Team Aether Foundation da vorhat. Wieder zwei Pokémon. Scheinbar ein bisschen stärker als Team Skull. Und das sollte mir Angst machen. Weil wenn jemand, der stärker ist als Team Skull, mit Team Skull verbündet ist, dann ist das in der Regel kein gutes Zeichen. Okay. Nitro-Ladung vielleicht. Das hätten wir gleich. Sieht zwar ein bisschen zäh aus, aber irgendwann kriegen wir es hin. Ich hätte vielleicht mal Lea beleben sollen. Vor diesem Kampf. Hat ja Zeit dazu. Ja, aber John kriegt das auch hin. So, Trompec. Kann ich nichts mit anfangen, das ist ein Trompec. Ah, das ist ein Trompec. Kommt mir bekannt vor. Danke, Lariat. Das war sinnvoll. Ein paar EP-Punkte. Nicht das nächste Level, okay. Oh nein, dieser Kampf hat mich mein letztes Hemd gekostet. Zwergfürst gewinnt 1728 Pokédollar. Und geht siegreich aus diesem Kampf hervor. Ich muss zur Mitte hin. Fragt sich, wo ich bin und wo die Mitte ist. Item Sonderbonbon. Okay, kann ich mal schnell das Pokémon-Team heilen. So, zwei Sonderbonbons habe ich. Welches Pokémon ist dann am niedrigsten? Ich glaube, Lea könnte eins gebrauchen. Level 33. Und ja, Lukas kriegt eins. Level 36. So, gut aufgeteilt. Pokémon Team ist auch wieder geheilt. Und weiter geht's. Also Lea ist wieder geheilt. Und wo ist der Mittel? Ich muss into the middle. Hier vielleicht. Hier geht irgendwas rosig. Ich muss etwas unternehmen. Ich habe irgendwie total den Überblick verloren. Warum werden wir von Angestellten der Aether Foundation angegriffen? Dann muss ich jetzt. Nee, scheinbar muss ich nicht gegen alle kämpfen. Was ist denn los? Anscheinend können nur Angestellte der Aether Foundation ins Untergeschoss gelangen. Und damit hätte ich rechnen müssen.
Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen nach oben. Du meinst, wir kommen irgendwie dadurch nach unten? Oh, Fabian, den habe ich vermisst. Den verrückten Typ. Ich bin Fabian, der einzigartige Regionalleiter der Aether Foundation und fraglos unentbehrlich. Was habt ihr hier zu suchen? Ich kann mich nicht erinnern, euch eingeladen zu haben. Das weißt du als Regionalleiter der Aether Foundation besser als ich. Also stell dich nicht so dumm an und spuck gefälligst aus, was hier los ist, Fabian. Haha, ganz schön frech, junger Mann. So ganz auf dich allein gestellt zu sein, hast dich offenbar abgehärtet, Gladio. Aber von mir erfährst du nichts. Du kannst dir sicherlich denken, warum. Zwergenfürst, weißt du, was mir am Trainerdasein so gefällt? Dass Erwachsene und Kinder gleichgestellt sind. Das Alter ist irrelevant. Und was du mir sagst, wirklich süß. Man nennt mich auch das letzte unüberwindbare Bastion der Äther von Paradies. Und ausgerechnet ein Haufen Kinder wie ihr malt sich Siegerchancen gegen mich aus. Dass ich nicht lache. Aber wenn ihr unbedingt darauf besteht, können wir gerne kämpfen. Na unbedingt, gegen Fabian kämpfe ich doch gerne. Am liebsten sogar von allen Aether Foundation Fuzzis. Alter Regionalleiter Fabian fordert dich mit einem Pokémon heraus. Was sagt der? Unbezwingbar und unüberwindbar? Alles klar. Auf jeden Fall ist er mit einem Hypno Level 39 unbezwingbar. Wir zeigen dem mal gleich, was unbezwingbar heißt. Also das schon mal nicht. Hypnose. Ja, ist klar. Hypno hat, wie es schon im Namen steht, die Attacke Hypnose. Aber ich habe einen Aufwecker. Tja, daran hättest du nicht gedacht. Ich hab das Item Aufwecker. Tja, was willst du nur machen? Finde, los. Du kriegst das hin. Ja, das ist jetzt keine... Oh, Hypnose abgewehrt. Das ist jetzt keine so schlimme gegnerische Kraft. Tja, Hypno wurde besiegt. So viel zu unbesiegbar. John erreicht Level 45. War zu erwarten. Qualität erreicht Level 45. Das habe ich nicht erwartet. Äther, Regionalleiter wurde besiegt. Ah! Zwergenfürst gewinnt 4680 Pokédollar. Das ist vergleichsweise viel. Und geht siegreich aus diesem Kampf gegen den unbezwingbaren Regionalleiter hervor. Die letzte Bastion des Ätherparadieses. Okay. Und dann will ich nicht wissen, wie die erste war. Was? Um alles in der Welt? Wie konnte dieses Kind mich? Einfach sagenhaft, Zwergenfürst. Dabei ist Fabian doch so stark. Ein Scheiß ist der. Stark schon gar nicht. Level Team Skull. Also Team Skull ist stärker als Fabian. Also, Entschuldigung, wollte Team Skull jetzt nicht beleidigen. Also, noch einmal. Stell dich nicht so dumm an und spuck gefälligst aus, was hier los ist, Fabian. Ist ja schon gut. Auf dich allein gestellt zu sein, hat dich wirklich abgehärtet. Und ganz schön zynisch gemacht. Aber gut, wäre ich auf der Suche nach Kosmog, würde ich wohl im Untergeschoss nachsehen. Im Untergeschoss, sagst du? Das erinnert mich an irgendwas. Ach ja,
meinte Pian nicht, dass diese Erschütterung neulich sei aus dem Unterschoss gekommen. Was in aller Welt treibt ihr da unten? Das wüsstest du wohl gerne, was? Ich habe ja aus verlässlichen Quellen gehört, dass dort unten Experimente stattfinden, die den Weg in eine neue Welt ebnen sollen. Wir haben keine Zeit für deine kryptischen Andeutungen. Schalte den Aufzug für uns frei. Aber sicher doch. Das ist das Mindestmaß an Freundlichkeit, das ich als Regionalleiter hier an den Tag legen kann. Erst dich weigern und dann das Mindestmaß eines Regionalleiters. Alles klar. Zwergfürst, Tali, sobald ihr bereit seid, geht es los. Ich bin bereit. Also, seid ihr bereit? Immer bereit. Los geht's. Dann lass uns gehen. Zack, geht's nach unten. Das Grinsen sah nicht gut aus. Hier hat sich nicht viel verändert. Ist ja auch erst 2 Jahre her. Wow, das sieht ja aus wie eine Geheimbasis. Nicht so laut, Tali. Es freut mich, dass du dich nicht vor Angst in die Hosen machst. Aber wir müssen Ruhe bewahren. Und was machen wir jetzt? Tali, nicht so laut. Hinter dieser Tür befindet sich ein Gang mit 2 Geheimlaboren. Ich übernehme Geheimlabor A, das in der Mitte da vorne liegt. Ihr beiden kümmert euch um Geheimlabor B, das... Das liegt am Ende des Ganges. Wieso müssen wir das andere Labor nehmen und warum kennst du dich überhaupt so gut aus hier? Seid auf der Hut. Ich bin mir sicher, dass Fabian schon der halben Belegschaft von uns erzählt hat. Ich habe das Gefühl, ich werde ignoriert. Lilly braucht unsere Hilfe. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. Wo ist Tali hin? Ist das jetzt B oder A? Angriff ein. Schau!
noch. Was ist das? Ich weiß, was Slimeock ist. Das ist ein Pokémon, ein Schleim-Pokémon, aber was ist mit Slimeock in der Alola-Form passiert? Was hat man dem angetan? Das ist so, wie Kills aussieht. Ah! Area 51 heißt jetzt Aether Foundation. Nur Forscher wie wir haben hier Zutritt. Jetzt bin ich an der Reihe. Ach, wir müssen dann gegen alle drei kämpfen. Auweia. Dann will ich dir mal eine kleine Kostprobe unserer Forschungsarbeiten geben. Ach, das sind die Forschungsergebnisse. Dieses Slimeox und was jetzt noch kommen mag. Alter Schwede, das tut dir den Pokémon an. Alter, von welchem Personal fordert sich raus? Mal sehen, was wir mit dem nächsten Pokémon angestellt haben. Ach du Kacke. Das sieht hier gefährlich aus. Was haben sie denn mit dem Magneton gemacht? Das sieht ja schrecklich aus. Nee, halt, warte, das ist normal. Nichts angetan. Okay, das ist dementsprechend auch leicht zu besiegen. Flammenwurf vielleicht? Können wir mit Flammenwurf in den Rest geben? Jo. Mehr können wir jetzt nicht heilen, weil kein Zwischenraum zum Heilen zwischen den Kämpfen ist. Los, her mit dem dritten. Robin erreicht Level 37 und versucht Überroller zu erlernen. Soll er lernen. Eins, zwei und schwupp. Abschlag vergessen und Überroller erlernt. Alter von Nation Personal wurde besiegt. Forschungsbericht bei meinen Pokémon. Kampfkünsten ist kein Fortschritt zu verzeichnen. Zwangfrist gewinnt wieder ein bisschen Geld. Und wagt sich an den dritten. In diesem Labor befassen wir uns mit der Entwicklung neuartiger Pokébälle. Mit unseren neuesten Errungenschaften lassen sich sogar Pokémon fangen, die nicht in Alola heimisch sind. Lass mich raten, was dich hierher führt. Du suchst Cosmog, stimmt's? Wenn du wissen willst, für welches Experimente wir es benutzt haben, musst du mich erst besiegen. Na dann, komm, gib mir dein Pokémon. Das Symbolus. Nice. Das tue ich mir auf dem T-Shirt. Polygon 2. Das sieht normal aus. So, das kriegen wir auch ganz schnell Platz. Großband. Ja. So. Nitro-Ladung. Das haben wir auch gleich. Zack, die Booster. Ja. Das bringt es auf jeden Fall.
Attacke. Hypox Crusher oder wie schon mal hieß. Los, bring ihn in den Ring und mach es fertig. K.O. Schlag. Und Hypox Crusher. Attacke. Das man nicht gebracht hat. So, den haben wir auch besiegt, alle drei. Interessant, du hast tatsächlich gewonnen. Dieses Ergebnis hatte ich nicht einkalkuliert. Zwangfürst gewinnt 1776 Punkte und geht wieder mal siegreich aus dem Kampf gegen den dritten Team Ether Foundation Gibbons hervor. Lassen Sie mich jetzt durch. Cosmog ist das letzte fehlende Puzzlestück. Der Schlüssel zur Öffnung der Ultrapforte. Los, verschwinden wir. Wir sind schließlich Forscher, keine Pokémon-Trainer. Das hat man gesehen. Und er? Und was mit ihm? Verschwindet auch. So, weil der jetzt... Oh, das Gladio. Hier sind sie nicht. Ich sagte, hier sind sie nicht. Okay. In dem Zimmer hast du nichts verloren. Null und ich, wir sind sehr ähnlich. Wir beide wurden durch den Willen anderer geformt und zu dem gemacht, was wir sind. Meine freien Entscheidungen, keine eigene Meinung. Für meine Mutter war ich nie mehr als eine Marionette, mit der sie nach Belieben spielen konnte. Auch für Null gab es nur eine Zukunft. Es sollte auf den Kampf gegen die Ultrabestien vorbereitet werden. In deinem Zimmer. Okay, dann da halt nicht rein. Geh hier rein. Oh, da sind die. Da geht's weiter mit Team Ether. Was wollt ihr Kinder denn hier? Fasst ja nichts mit euren Schmutzfingern an. Unsere Forschungsarbeiten ist unser Leben. Das kenne ich euch bei Kindern keine Gnade. Okay. So, weiter geht's nächster Ätherkampf. Das Logo hat aber Stil. Die Äther von den Typen nicht, aber das Logo. Zwei Pokémon. Doppelkampf. Marshock und Gillatop. Gillatop. Okay, mit Starly zusammen. Yay! Ein Raichu, er hat ein Raichu. Ich will kein Raichu, ich will meinen Scratcher erhalten. Nitro-Ladung auf Gillatop. Ja, das dürfte. Oh, Marshock wurde auch besiegt. Ich glaube, meine Feuerattacke. Achso, Marshock. Nee, das war der von dem. Ich dachte, Marshock wäre von Hardy. Das ist nicht. Kurz vor Gott. So, Gelatop wurde besiegt. Das ging aber schnell. John reicht Level 46. Ja. Es mag etwas abgedroschen klingen, aber wo Licht ist, da ist auch Schatten. Schöne Worte allein reichen nicht, um eine neue Welt zu erschaffen. Verstehst du, was ich meine? Ja, Zwangfürst gewinnt 3552 Pokémon und geht mal wieder siegreich aus einem Kampf gegen einen Team Flair, Team Ether hervor. Superb. Forsche die Pokémon ja lediglich. Kämpfe liegen mir leider nicht so sehr. Die Kollegen aus Labor A hingegen sind richtige Profis, was Pokémon-Kämpfe angeht. Ist aber auch kein Wunder bei den gefährlichen Pokémon-Art, die sie erforschen. Genug davon, wo steckt Lilly und Cosmog?
Da wir leider äußerst gemeine Erwachsene sind, verraten wir euch nach einer Niederlage nichts. Na, hier sind sie jedenfalls nicht, was ihr wollt, aber auch selbst sehen könnt. Was ihr aber wohl selbst auch sehen könnt. Da verschwinden sie wieder. Du Zwergenfürst, warum teilen wir uns nicht auf und sehen uns um? Vielleicht finden wir irgendeinen Hinweis auf ihren Verbleib. Ja klar, aufteilen. Sind wir hier in einem Horrorspiel? Na klar, teilen wir uns auf. Zigarrenwürfel gefunden. So, weiter geht's.